Sodala, Hallöchen, ich grüße euch herzlich willkommen zur Entscheidung Relegationshinspiel der 1. FC Nürnberg gegen den VfL Bochum. Wir simulieren hier mal wieder und ich muss sagen, ich muss das jetzt hier nachsynchronisieren, leider Gottes. Was soll ich sagen, momentan funktioniert die Technik einfach nicht so, wie es sein soll. Und ich möchte mich auch nochmal entschuldigen zum Spiel gegen Mainz, dass nur die ersten 11 Minuten zu sehen sind. Ich weiß nicht, was mein Schneidprogramm da gemacht hat. Und ich habe es leider Gottes zu spät gemerkt. Aber ich habe es ja unten in die Kommentare habe ich ja noch reingeschrieben, wie da das Ergebnis dann war, beziehungsweise dann ausgegangen ist. Wie gesagt, es tut mir leid. Momentan ist wirklich hier der Wurm drin bei mir. Ich weiß nicht. Bei mir spinnt die externe Festplatte. Bei mir spinnen teilweise die Kabel. Bei mir spinnt momentan das Schneidprogramm, es ist wirklich grauenhaft. Aber okay, was soll man machen? Es passiert halt manchmal, dass die Technik nicht so will, wie man es selber will. Aber okay, was soll's. Da müssen wir durch, aber heute, wie gesagt, müsste das nochmal laufen und ich synchronisiere das nach, weil dieses Video habe ich schon gerendert gehabt, aber es wurde einfach nichts. Keine Ahnung, es ist verloren gegangen, ich finde es nirgendwo mehr. Alter, und ist jetzt richtig laut hier. Das müsste normale Lautstärke sein. So, liebe Freunde, lang genug geschnackelt. Jetzt geht's um die Wurst. 1. FC Nürnberg. Relegationshinspiel gegen den VfL Bochum im ehrwürdigen Odromo. Guido Burgstall ist auch bereit. Wir hoffen auf ein spannendes und natürlich siegreiches Spiel für den 1. FC Nürnberg. Auf geht's. Nürnberg von links nach rechts in den rot-weinroten Trikots, wie immer natürlich. Lucilla. Pertl, Timo Weiß, Celozzi. Eisfeld. Bochumer kommen gut hin. Momentan kaum eine Chance, den Ball zu bekommen. Jetzt hat er vielleicht über Behrens. Ah, Fehlpass wieder von Burgstaller. Burgstaller erobert sich den Ball. Jawohl, so ist es gut. Guido Burgstaller ist jetzt am Ball. Ah, wieder verpasst. Guido Burgstaller bleibt immer noch am Ball. Jetzt ist er da, jetzt könnte er flanken. Der Flankkopfball. Erste gute Möglichkeit für den 1. FC Nürnberg. Nach 6 Minuten, Afcicay war da. Eckball, Sinan Kurt bringt die Kugel rein. Die Kugel ist gut, Kopfball. Ja, das ist es, Pfosten. Nein, Guido Burgstaller, aber der war dann, glaube ich, doch im Abseits. So ist es, Abseits von Guido Burgstaller. Ach, war das bitte das jetzt sein können? Hier sieht man es nochmal. Ja. Knapp, aber dem regelgerecht. Abseits. Das ist FC Nürnberg. Nach 7 Spielminuten. So, Afcicay. Sehr schön. Hat den Ball. Verliert den Ball aber wieder. Obacht, Eisfeld. Terodde. Oh, der Terodde. Kennt ihr den noch, ey? Mein Angstgegner. So, Celozzi. Wieder auf Terodde. Terodde. Obacht, Terodde. Der flankt nochmal nach unten. Pertl. Glück für den 1. FC Nürnberg. Hier nochmal der Schuss von Pertl. Jetzt das nah. Rakowski. Auf Sepsi. Der sieht unten den Sinan Gümüş. Der könnte jetzt rennen, aber wieder gut geblockt. Ja, die stehen sehr, sehr gut, die Bochumer aktuell. In den ersten 11, 12 Minuten. Und nochmal kein Durchkommen des 1. FC Nürnberg. Laszlo Sepsi versucht. Kann das aber nur einen Einwurf heraus. Und Hackentrick von Behrens. Obacht. Avicii. Burgstaller. Schieß doch. Oh. Gotta. Da ist der Ball schon unterwegs, verhungert hat er gemeint. Branimir Gotta. Diese Saison, ja. Mehr schlecht als recht eigentlich. Aber gut, das ist jetzt wurscht. Wir müssen jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnen. Lucilla, Weiß. Obacht, Weiß. Pertl. Kommt die Flanke. Rakowski hat ihn sicher. Sehr schön. Jetzt kann es vielleicht ein bisschen schnell gehen. Behrens. Sehr schöner Pass auf Guido Burgstaller. Jo, schön in den Lauf gespielt. Guido Burgstaller hat den Ball. Dann wird er gut geding. Ah. Gut gestoppt. Das war aber auch jetzt gefällig. Gut gestoppt vom Verteidiger. Eisfeld wieder am Ball. Bullut. Ah, gut. Gut aufgepasst auch von der Nürnberger Abwehr. Sehr schön. Marvin Friedrich zeigt Vorteil an den Schiedsrichter. Jetzt geht es aber wieder weiter. Ball verloren. Wieder der Pertl. Macht ein gutes Spiel. Eisfeld. Obacht, Lucilla. Hat den Ball im Mittelfeld. Wohin damit? Wieder auf zu Eisfeld. Eisfeld, der ist jetzt ja, gute 25, 30 Meter vom Tor. Obacht jetzt Eisfeld nochmal. Weiß.
Ja, die Bochumer spielen den Ball hin und her. Nürnberg hat kaum die Chance. Was zu machen jetzt in der Obacht, Rakowski. Sehr gut. Ja, ich tue mich schwer. Selbst gegen einen Zweitligisten. So, Gümüş, Etzeler, komm, scheiß drauf. Etzeler, jetzt hat er wenig Platz. Sinan Gümüş wird aber wieder aufgehalten von Pertl. Der Mann ist überall. Pass zurück zu Riemann. Celozzi. Oh, gefährlich. Fehler. Rigotta, das muss es, Junge. Vladimir Rigotta, und dann gibt es gleich hinterher die gelbe Karte. Für, jawohl, Simon Terodde, die Sau. Nein, Spaß natürlich. Sorry, Mann. Aber ich finde es eigentlich auch cool, ne? Irgendwie so nachzukommentieren. Irgendwie da kannst du dich viel mehr drauf konzentrieren, was du sprichst. Anstatt aufs Spiel aufzumachen. Jetzt hat er Guido Burgstaller, was jetzt? Foul! Schiri, jetzt greift er! Elfmeter in Nürnberg! Foul und noch die gelbe Karte hinterher. In der 28. Spielminute gibt's Elfmeter. Felix Bastians. Mit dem klaren Foul, wir können es vielleicht hier nochmal in der Zeitlupe sehen. Jawohl, so ist es. Junge. So, jetzt hat er Rigotta gegen Riemann. Oh, der war schlecht. Rigotta! Nürnberg führt 1-0! 1-0! Im Relegationshinspiel gegen den VfL Bochum. Tor in Nürnberg! Wichtig! 1-0! Ein wenig Glück gehabt, aber gut verwandelt von Rigotta. Vielleicht sein wichtigstes Tor in dieser Saison. Nürnberg führt, das ist wichtig, das muss Selbstvertrauen geben. Und das erste Tor natürlich im Aufstiegsspiel. Um einen Platz in der größten und der höchsten deutschen Fußballerspielklasse in der ersten Fußball-Bundesliga. Wie wird jetzt der VfL Bochum reagieren auf diesen Rückschlag nach einer halben Stunde? Die Bochumer, die kommen aber dann auch wieder gut abgeblockt. So, Obacht, jetzt könnte es vielleicht schnell gehen, jetzt könnte es nochmal nach oben. Ach, da wird er wieder dazwischen. Felix Bastians, passt auf, Novikovas, der ist schnell. Komm, Gümüş, den holst du dir, Gümüş. Nein, holt er nicht. Oh, gefährlich. Loki Bokas, Vorsicht, Flanke. Kopfball aber gut geklärt. Sinan Kurt wieder an der Kugel. Oh, Fehlpass wieder der Fehlpass, Lucilla. Obacht, Eisfeld. Passt auf Terodde, oh, der hat einen guten Schuss drauf. Vorsicht, Terodde, Eisfeld, Schuss. Gute Möglichkeit. 36. Minute. Puh. Doch atmen, liebe Grubberer. Es ist spannend. Dann wieder der Fehlpass, aber zum Glück geht der Ball ins Aus. Somit Einwurf für den ersten Fußballclub aus Nürnberg. Eigentlich müsste ja der Club dritter FC Nürnberg heißen, ne? Eieiei, wo schießt denn der hier? Weil es ja davor schon zweimal eine Nürnberger Fußballmannschaft gab. Aber die haben sich dann ausgelöst, weil nichts zusammengekommen ist. Dann erst am 4. Mai 1900 gab es dann den ersten FC Nürnberg, der es dann quasi geschafft hat und auch genug Mann aufs Spielfeld gebracht haben. So, jetzt wieder Freistoß, Obacht, Kopfball, uiuiuiui, Vorsicht, Tor! Ausgleich, das gibt's nicht! 40. Spielminute! Duseltor für die Bochumer! Bei strömenden Regen hier nochmal, der Ball kam flach und da muss der Rakowski eigentlich, den muss er eigentlich haben, da muss er alle weghauen. Fehler von Patrick Rakowski. Und wir wasen. Dann zimmert er die Kugel ein. Der Mann mit der Nummer 5. Wir wasen. Felix Bastians in der 40. Minute. Ach, ist das bitte. Bochum schafft es den Ausgleich und das kann natürlich dann auch bitte für das Rückspiel sein. Auswärtstor-Regelung. Zählt natürlich auch hier. In der Relegation, da muss der aufpassen. Wir müssen theoretisch dann im Rückspiel ein Tor machen, wenn es dabei bleibt. Noch sind aber über 40, ist noch eine, Quatsch, über 40, über eine Halbzeit zu spielen, etc. So, Pertl, Obacht, Pertl, Terodde, Obacht, schön dazwischen. Etc. Sinan Kurt, komm Junge, den holst du. Jo, Behrens, oh, Fehlpass. Terodde wieder, nein, oder? Hol dann, Foul, Freistoß für, was, wieso kriegen die Freistoß? Novikovas schießt, flankt ihn ein, aber geklärt, aber da wieder. Was jetzt? Freistoß Nürnberg, entweder Foul oder Abseits. So, Marvin Friedrich. Wieder dieser Fehlpass, um Gottes Willen, und das ist eine Relegation. Vorsicht, Bulut.
Aber dann auch wieder gut aufgepasst. Jetzt hat er vielleicht die Konterschuss. Jetzt können sie nach oben passen. Jawohl, Avcicay, Avcicay, von dem bisher noch nichts zu sehen. Avcicay, der ist im Strafraum, der schießt. Nochmal Nachschuss. Und nein! Gümüş. Gümüş trifft nicht ins leere Tor. Das hätte sein können, noch kurz vor der Halbzeit. Das 2:1 zu machen. Jetzt kommt aber nochmal der VfL Bochum. Jetzt sind schon 5 Minuten drüber der Nachspielzeit. Jetzt kommt nochmal Terodde. Simon Terodde. Simon Terodde mit der Flanke. Das könnte gefährlich. Junge. Also, nochmal kurz vor Schluss. 2 Riesenchancen für beide Mannschaften. Hier sehen wir auch. Doch recht ausgeglichen. Geht soweit in Ordnung. Wir wechseln mal nicht aus. Und weiter geht die Partie. Zweite Halbzeit. Noch 45 Minuten bleiben. Sinan Gümüş vertändelt wieder den Ball. Jetzt muss Obacht geben. Los Silla. Sicht wieder den Eisfeld, der möchte alles im Mittelfeld heute. Wieder Los Villa, wieder Eisfeld. Die zwei kombinieren sehr, sehr gut. Weiß. Obacht, Weiß passt nach oben, aber da ist niemand. Es gibt Einwurf für den ersten FC Nürnberg. 3 Minuten gespielt. In der zweiten Halbzeit. Berns, Sepsi. Passt runter auf Avicii, Alici. Schön, yo, Alici. Junge, komm. Nein, komm, den hast du, faul, Schiri, und es gibt Freistoß für Nürnberg. Nach 50 Minuten eine gute, aussichtsreiche Position von der FC Nürnberg. Hanno Behrens wird die Kugel reinbringen, jawohl, die bringt er gut rein, Kopfball. Aber dann doch viel, viel weiter weg. Marian Saar, und es gibt sogar Eckball für den 1. FC Nürnberg. Kurt, bring die Kugel rein, Kopfball, Junge. Ah, wieder nichts, nochmal Kurt, die zweite Möglichkeit vielleicht zu flanken. Die Flanke kommt, aber wo flankt denn der hin? Etzler, uiuiui, komm Kurt, den holst du dir. Sehr schön, nein, Alici. Schön auf Saar, der wieder auf Sepsi, laschlos Sepsi. Sehr schöner Pass auf Gümüş. Schöner Pass auf Ricotta, der kann flanken. Die Flanke ist gut, was macht da Alici? Avcicay, Entschuldigung. Seitfallziel von Avcicay. Nürnberg kommt jetzt doch wirklich besser raus aus der Halbzeit. Aber bringt nichts. Immer noch 1:1 nach 55 Spielminuten. So, Abstoß des VfL Bochum. Wird nicht geklärt vom 1. FC Nürnberg. Stattdessen jetzt der VfL Bochum wieder über Terracino. Von dem hast du aber noch nicht viel gesehen. Macht aber den Pass auf Celozzi. Der ist jetzt auch mit nach vorne. Terracino wieder am Ball. Terracino. Immer noch Terracino. Wird aber gut. Obacht. Nein, Weiß hat die Kugel. Auf Rosilla. Wieder Weiß. Obacht. Jetzt musst du aufpassen. Vorsicht. Immer noch Weiß am Ball. Ja, schön. Jetzt vielleicht die Konterchance, aber dann wieder keiner hin. Und wieder dieser Weiß, immer dieser Weiß, so Fabian. Eisfeld. Terodde, Obacht, Terodde, Vorsicht! Uiuiui! Riesenchance für den VfL Bochum nach 60 Spielminuten. Eieiei, ist das eine spannende Partie. So, Sepsi jetzt wieder an der Kugel. Sepsi stürmt nach vorne, was macht er? Der passt nach oben, aber dann ist wieder dieser Fehlpass, das ist alles zu durchsichtig. Der Gegner weiß genau, wo du dann selber hinspielst. Ist das bitter? So, wir schalten jetzt mal ein wenig auf Pressing. Obacht, Terracino. Das ist ganz frei. Terracino alleine. Vorsicht, Latte. Glück für Nürnberg. Junge, da waren wir ja aber hinten richtig offen. Wie ein Scheunertor. Leck mich fett. Obacht, Sepsi jetzt wieder. Laszlo Sepsi, sehr schön. Avcicay. Ricotta. Schön. Kurt. Sinan Kurt. Ah, passt zurück. Auf Alici, Alici, sehr schön. Komm, Alici, was macht der? Alici, der passt nach oben, oder? Nein, der passt hier hin. Sehr schön, aber da finde ich keine Anspielstation. Das ist alles sehr, sehr dicht im Strafraum. Jetzt hat er vielleicht. Und komm schon! Und Abstoß oder Ecke? Es gibt Abstoß. Leider Gottes gibt es Abstoß für den VfL Bochum. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mal ein wenig auswechseln können hier. So, wen haben wir denn da? Wir hauen den Füllkrug rein. Wie lang sollten wir im Herrgott? Dafür Avcicay im Sturm, Burgstall im ZOM und Gümüş schauen wir raus. Und dafür den Gislason nochmal rein. So, weiter geht's. Letzten 23 Spielminuten im Hinspiel der Relegation 2017, 2018 müsste das sein. So, Losilla, Obacht, Weiß, Eisfeld. Vorsicht, Obacht. Terodde, uiuiui, der ist gefährlich. Der Mann ist gut, Terodde, Obacht, Simon Terodde. Glück gehabt, aber Nürnberg kriegt die Kugel hinten nicht raus. Jetzt nochmal Novikovas. Novikovas wird abgedrängt, sehr gut gemacht. Wir gehen jetzt mal ein bisschen offensiver.
Denn Nürnberg will unbedingt gewinnen. Nürnberg will unbedingt gewinnen. Vorsicht! Die müssen wir jetzt klären. Nein, was macht denn der? Obacht! Etzler, vielleicht jetzt die Chance. Sehr schön. Avcicay. Avcicay, der rennt jetzt durch. Nein, da hätte er noch laufen können, Junge. Wieso läufst du nicht? Da versucht er zu passen. Dann der Fehlpass. Wieder Reis. Wieder im Mittelfeld. Hin- und hergeplänkelt. Novi Kovas. Hat jetzt links ein wenig Platz. Ist aber wieder alles zugesteckt. Kann sich aber durchsetzen. Pertl. Novikas. Nein. Novikas, komm schon, Junge. Etzler. Mariazza. Kämpft sich den Ball. Läuft auf die linke Außenbahn. Mariazza. Junge, komm. Etzler. Der Pass kommt auf Hanno Behrens. Junge, flankt doch die Flanke. Die passt. Und Riemann hat die Kugel. Haut sie raus. Nürnberg weiterhin aber am Ball. Nürnberg weiterhin am Ball. Nürnberg versucht jetzt ein bisschen offensiv alles ranzugehen. Alici, dem hält nichts mehr hinten. Der stürmt jetzt mit nach vorne, hat er gemeint. Alici und dann, ach Gott, wo geht der Pass hin? Oh, und dann gibt es auch noch Foul. Dann Foul da an der Kotter. Was ist das, der Kotter? Was jetzt? Es gibt einen Platzverweis in Nürnberg. Platzverweis für Branimir Gotta. Nein, den wollte ich auswechseln, ne? Scheiße, okay, dann werde ich die mal umswitchen, denke ich mal. Burgstaller haue ich raus, dafür in Fülle rein. So ein Avcicay-Sturm. Und dafür die gesperrten Burgstaller, die gesperrten Branimir Gotta raus. So, letzten 10 Minuten Nürnberg nur noch mit 10 Mann. Den wollte ich eigentlich sowieso. Vor dem Spiel wollte ich sowieso mal rauslassen und den Füllkrug ranlassen. Jetzt hat er Obacht gegeben. Simon Terodde, kommt er noch an die Kugel? Freilich kommt er noch an die Kugel. Das ist typisch FIFA, Alter. Das ist mich verarschen. Simon Terodde, Obacht, Terodde. Hat die Kugel, jetzt spielt er wieder auf Zeit, der Wichser. Entschuldigung, aber das nervt mich. Ich möchte da nie jemanden irgendwie großartig beleidigen, aber das nervt mich halt immer. Dass die mal auf Zeit spielen, kurz vor Schluss. So, apropos kurz vor Schluss. 6 Minuten plus Nachspielzeit sind hier noch zu spielen. Weiß, hat die Kugel. Hat die Kugel, den müsste er aber eigentlich kriegen, das sah. Jawohl, hat er. Oh, dann schießt er weg. Dann schießt er richtig doof weg. So, nochmal. Das war Vorteil. Weiter geht's. Oh, da spielt sie schon wieder auf Zeit. Aber es gibt trotzdem Einwurf für Nürnberg. Da hat er sich den Ball vertändelt. Jetzt muss es aber schnell gehen. 87. Minute. Obacht. Hanno Behrens. Passt auf. Avcicay. Avcicay, was macht der? Passt auf Sinakurt, der wieder auf Avcicay. Avcicay, Junge, nein, wieder Ball abgenommen. So, letzten Minuten laufen, die letzten Sekunden laufen. Jetzt hat er die Konterchance. Simon Terodde, bist du deppert, weil der noch so viel Kraft hat. Simon Terodde setzt sich durch gegen einen, gegen zwei. Jetzt das nach gegen drei. Simon Terodde, was ist jetzt? Jetzt pfeift er Freistoß in den VfL Bochum. Kurz vor Schluss, nochmal Freistoß. Novi Kovas mit dem Freistoß oder Eisfeld. Eisfeld schießt, Vorsicht! Rakowski pariert! In der 91. Minute, jetzt heißt es wieder Obacht geben, Novi Kovas mit dem Eckball. Bringt die Kugel rein. Kopfball, komm! Schade. Aber Glück gehabt, Herr Rodde. So, jetzt nur noch alles raus, alles vor. Was soll's? So, letzte Minute läuft hier in Nürnberg. Jetzt hat er Niklas Füllkrug. Nein, verzendet die Kugel. Jetzt hat er nochmal vielleicht die Konterchance. Das ist die Nachspielzeit auch schon um. Gut geklärt. Komm, jetzt hat er vielleicht nochmal die Chance. Jawohl, der Schiri pfeift noch nicht ab. Jetzt pfeift er ab. Ausgleich. Unentschieden. Zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Bochum. Liebe Freunde, ist es bitte. Das kann ein schwieriges Rückspiel noch werden. Dann in der nächsten Folge morgen in Bochum. Da müssen wir unbedingt ein Tor machen. In diesem Sinne, liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sag bye bye und bis morgen, euer Franconia.